Gott, ich will einen kleinen Hogstore voll machen. Ich weiß, lange ist es her. Ich habe sehr viel gekauft dort. Ich habe auch irgendwo ein T-Shirt. Ich weiß nicht, wo ich es hingemacht habe. Will meine. Oh, jetzt ist da unten, Gott sei Dank. Ich hatte jetzt Angst, dass ich euch das nicht zeigen kann. Fangen wir auch gleich mal an. Ich war böse und habe mir ein paar Deos gekauft, weil es das nur in kleinen Hogstore gibt. Das hatte ich auch schon mal. Ich habe das schon mal aufgebraucht. Und das riecht exakt so wie der Duft Dior J'adore. So sieht das Deo aus. Ich bin so froh, dass ich das mir wieder nachkaufen konnte. Sorry. Weil ich liebe dieses Teil. Dann habe ich mir, das ist diese limitierte Edition, von Balea Sternfruchtmelone gekauft. Aber nur, weil ich das in Österreich noch nicht gesehen habe. Deswegen habe ich es mir dort einfach mitgenommen. Ich mag die Balea Deos sehr gerne. Aber das, glaube ich, wisst ihr schon. Dann, das gibt es nur in dem DM dort, habe ich mir Masken gekauft. Aber nicht nur in den DM, sondern da gibt es ja noch ein anderes Geschäft, wo ich mir auch die Masken mitgenommen habe. Ich habe jetzt sehr, sehr viele davon wieder. Es gibt doch leider nur noch die beiden. Es gab ja früher Avocado und noch ein paar andere. Die gibt es aber leider nicht mehr. Die gibt es nur in groß. Ich habe mir auch große Duben auch wieder mitgenommen. Als allererstes zeige ich euch mal zwei von denen. Die mochte ich nämlich auch sehr, sehr gern. Gott sei Dank gibt es wenigstens meine noch in klein, die ich früher mochte. Und die blaue habe ich mir nochmal mitgenommen. Dann habe ich mir die blaue in groß gekauft, weil ich halt nicht so leicht an die Sachen rankomme, leider. Und ich liebe die Freeman-Sachen. Das ist die blaue Maske in groß. Dann habe ich mir noch ein Duschgel gekauft. Hätte ich nicht machen dürfen, aber ich wollte es unbedingt haben. Das war so mein Mini-Kaufrausch, weil ich nicht so viel Zeit hatte im DM. Einmal habe ich mir von Dermacool, die Marke von den Duschgels, finde ich so, so geil, das Apple and Cinnamon gekauft. Riecht so wie Apfelstrudel, Leute. Also echt geil. Und das hatte ich schon mal als Peeling. Das habe ich nur leider nicht gesehen, sonst hätte ich mir das Peeling nochmal genommen. Das steht jetzt nicht auf... Oh ja, doch. Belgien Schokolade steht da drauf. Ja. Habe ich mir auch mitgenommen. Dann habe ich mir noch von Freeman, die fand ich so geil, die musste ich unbedingt mitnehmen, Clay Mask and Scrub, Apple, kann ich nicht lesen, Multitasking Mask heißt die. Die habe ich schon mal im Internet gesehen und ich war so froh, dass es die dort in der Tube gab. Deswegen habe ich sie mir mitgenommen. Da ist eine Rechnung. Oh ja, steht auf Euro drauf. Ja, aber maximal 50 Euro habe ich fix ausgegeben. Denn ich habe mir noch mehr Masken gekauft. Ups. Dann habe ich noch zweimal die weiße ergattert. Gott sei Dank. Ich habe die letztes Mal gar nicht mehr gesehen. Oder, nein, ich war gar nicht im Geschäft drin. Sowas. Dann habe ich noch viermal die schwarze mitgenommen. Und viermal die blaue. Jetzt bin ich ausgestattet mit Freeman-Masken. Gott sei Dank. Ich weiß nämlich nicht, wann wir nochmal hinkommen. Weil ich war jetzt zweimal wieder dort im April und jetzt im Mai. Also mal schauen, wann ich wieder dorthin komme. Deswegen habe ich mir auch die weiße in der Dube mitgenommen. Ich muss endlich mal Masken machen. Also in Duben. Ja, sagen wir lieber nichts dazu. Und dann habe ich noch die Peel Away. Ich hoffe, dass es keine Peel Off ist. So sieht die aus. Die wollte ich nämlich damals auch unbedingt haben. Von Freeman. Ja. Dann habe ich noch zwei Seifen mir gekauft. Ich habe ja nichts, was ich benutzen kann als Seife, aber ich wollte das unbedingt haben. Ich hatte die Seife ja mal als normale Größe, das ist aber schon urlang her. Und jetzt gibt es Nachfüllpacks, das habe ich mir gleich zweimal mitgenommen. Gestört, ich weiß, aber ich wollte das unbedingt haben. Leider habe ich nicht gesehen, ob es noch mehr gibt, sonst hätte ich mir noch mehr mitgenommen. Das war es jetzt an den Beauty-Sachen. Und jetzt kommen wir zu den Klamotten, das sind nämlich ganz schön viele. Da war ich mit der Manu unterwegs und ich habe mir ein blaues, also ein dunkelblaues T-Shirt gekauft. Sieht so aus. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich mag das total. Hat jetzt 10,73 € gekostet. Aber ich finde das richtig schön. Das musste ich unbedingt haben. Dann, da war ich mit dem Roman in Tschechien, also in Gernhausdorf. Oh ja, ich habe noch ein Beauty-Produkt, das habe ich komplett vergessen. In Kleinhoxdorf gibt es ja Lancôme-Produkte und die sind viel, viel günstiger als bei uns. Und das wollte ich unbedingt mal haben, weil das so wie Honig sein soll. Das habe ich nämlich auf einer Schulung mal gesehen. Und das kostet dort 20 Euro, also 19 Euro eigentlich. Ich bin so happy gewesen, wie ich das gesehen habe, dass das so günstig dort ist. Bei uns in Österreich ist das so teuer, deswegen habe ich es mir nicht mitgenommen. Und ich war so happy, dass das so günstig ist, deswegen habe ich es mir dort mitgenommen. Jetzt ist aber wirklich Schluss mit Beauty-Sachen.
Und ich habe hier einen Schlauchschal mir gekauft. Aber nur, weil der goldene Rosen oben hat. Und ich bin ja so ein schöner und das Beast-Fan und das hat mich total irgendwie an Bell erinnert, weil er so gelb ist. Und die da Rosen dann noch dazu, deswegen musste ich den unbedingt haben. Ich habe mir letztes Mal einen gesehen mit einer Ananas und habe den nicht mitgenommen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, aber egal. So, dann habe ich noch zwei Oberteile, die habe ich auch postet auf Instagram. Deswegen werdet ihr die Tragebilder davon schon kennen. Einmal ist das so eines, wieder mal rot. Wer hätte das gedacht? Aber ich finde das vom Schnitt her total schön. Ich hoffe, man erkennt das ein bisschen. Wenn nicht, schaut auf Instagram, da habe ich noch die Fotos. Das ist so ein schönes Oberteil. Dann habe ich hier noch ein schlichtes rotes, wo auch eine Kette komischerweise dabei ist. Kann mich gar nicht erinnern, ob die irgendwo dabei war. Hat die mir die so reingeben? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, aber es ist wieder rot und sieht so aus. Und das hat unten so Perlen am Arm. Ich finde das so schön, das Oberteil. Ihr seht, ich habe eine richtige Rotphase. Rot und Pink. Rot und Pink ist in letzter Zeit echt schlimm. Und Grün. Rot, Pink, Grün, ja. Das war's schon. Das war aber jetzt schnell, oder? Ich habe mir gedacht, ich habe mehr. Aber es reicht eigentlich eh schon. Es ist mehr als genug. Ich muss unbedingt ich werde mir ein paar Masken von den Tuben in die Dusche stellen. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Ja, auf jeden Fall freue ich mich über jedes einzelne Teil, was hier drinnen liegt. Ich bereue überhaupt nichts, auch wenn ich die meisten Sachen gar nicht braucht habe. Aber über die Deos freue ich mich, über die Masken, über alles, über die Freeman-Sachen, über die freue ich mich so, so sehr. Ich habe schon Angst gehabt, dass die dort gar nicht mehr gibt. Aber Gott sei Dank gibt es das noch. Ich weiß jetzt, warum ich mir die weiße nicht nochmal mitgenommen habe, weil ich die eh in groß habe. Deshalb habe ich sie mir nicht nochmal mitgenommen. Ja. Ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben, ob ihr die Marken kennt. Ich mag die Marken so gern von dort, was dort im DM gibt. Deswegen gehe ich dort so gern einkaufen. Und ja. Ihr könnt es mir mal schreiben, was euch am meisten interessiert von dem Haul. Das würde mich mal interessieren, weil ihr habt die Marken ja auch nicht. So wie ich nicht in Österreich. Deswegen fahre ich immer dort rüber, weil ich die unbedingt kaufen will. Und ihr könnt mir mal schreiben, was ihr davon interessant fandet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!